Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Dorian und ich lade ab und zu YouTube-Videos hoch. Mein letztes Video ist über 5 Wochen her. Und ich will euch jetzt einmal kurz erklären, womit das Ganze zusammenhängt. Und nein, es hängt nicht mit meiner Sehstärke und meiner neuen Brille zusammen. Der August ist beim Kitesurfen definitiv der allerstärkste Monat, wo wir am meisten zu tun haben. Die ersten Leute kommen aus der Kiteschulung heraus, entscheiden sich dazu, ihr erstes Material zu kaufen. Viele andere Kiter interessieren sich dafür, ihre Bretter und Kites durch neue Modelle auszutauschen. Es werden neue Produkte released. Das führt bei uns im Kiteshop dazu, zum einen, dass wir sehr viel Traffic hier im Ladenlokal haben, aber auch ganz viele E-Mails und Anrufe bekommen. Und ich bin da ganz ehrlich, wenn ich wirklich in dieser Zeit ist es wirklich, dass ich von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr und dann später noch im Auto auf dem Weg nach Hause nur am Telefonieren bin und nur über das Kitesurfen rede. Im Winter und außerhalb vom August ist das weniger. Und da habe ich einfach auch mehr Worte, die ich loswerden möchte zum Thema Kitesurfen. Und dann muss ich einfach meine Videos machen, um irgendwie glücklich zu sein und irgendwie, ja, einfach darüber zu erzählen, was mich gerade so begeistert. Aber wenn ihr euch vorstellt, dass ihr über 10 Stunden am Tag immer nur über ein Thema sprecht, fünfmal am Tag den Conexus-Kite erklärt, ey, dann könnt ihr abends nicht noch in die Kamera sprechen oder nochmal einen Podcast machen und dann nochmal nochmal weiter über das Kitesurfen sprechen. Und deshalb habe ich selbst gemerkt, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, jetzt abends noch ein Video machen. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr über das Kiten reden. Eigentlich würde ich mich jetzt ganz gerne mit Boxen oder Fitness oder sowas beschäftigen. Nicht, dass ich das gemacht hätte, aber ich hätte es machen können. Und da wollte ich mich selber nicht dazu zwingen, jetzt irgendwelche Videos hochzuladen, sondern ich habe mir selber gesagt, weißt du was? Komischerweise kenne ich das Gefühl. Und im August letzten Jahres, vielleicht für die, die den Kanal abonniert haben und schon länger dabei sind, habt ihr es ja vielleicht auch mitbekommen, da habe ich genau zur gleichen Zeit das Bedürfnis gehabt, auch so eine YouTube-Pause zu machen. Und jetzt habe ich es auch gemacht. Und obwohl ich an einigen Tagen dachte, oh, jetzt heute ein geiles Video abends machen oder am Strand was zu filmen, und dann habe ich gesagt, nee, weißt du was? Gönn dir mal die Pause und mach mal für 4, 5 Wochen keine YouTube-Videos und dann kannst du wieder durchstarten, wenn es ein bisschen ruhiger im Laden wird. Genau dieser Moment. Und ich freue mich, dass ich dieses Video jetzt hochladen kann und auch wieder Bock habt, rauszugehen aus Wasser. Tatsächlich, wenn ihr euer Hobby zum Beruf macht, bei mir war es wirklich im August, also in den letzten Wochen so, dass ich so viel mit dem Thema Kitesurfen zu tun hatte, dass ich abends auch darauf verzichtet habe, kiten zu gehen, weil ich dann lieber was anderes gemacht habe tatsächlich und mal ein bisschen Ausgleich dazu gebraucht habe. Deshalb, für alle, die meine alten Videos kommentiert haben und immer wieder gefragt haben, hey, ist alles in Ordnung bei dir, ist alles gut und sorry dafür, ich habe mich nicht bei euch abgemeldet und ich werde es auch in Zukunft nicht machen, weil ich glaube, ganz ehrlich, ich bin so ein kleiner Piefke. Ich bin keiner, der sich irgendwie, also ich sehe mich nicht in eine Position, dass ich, glaube ich, so wichtig wäre, dass ich mich irgendwie auf YouTube für ein paar Wochen abmelden müsste, wenn ich keine Videos hochlade. Vielleicht sieht es der ein oder andere anders, aber ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden. Ich finde das irgendwie total unsympathisch, wenn man sagt, hey Leute, ich mache jetzt eine Pause für 4 Wochen, macht euch keine Sorgen, ist so wichtig, ja, bin ich nicht. Also, nee, auf keinen Fall. Sorry für alle, die sich irgendwie vielleicht denn doch Sorgen gemacht haben. Es war keine Absicht, es war einfach nur eine kurze Pause. Und es gibt so viel, worüber wir in den nächsten Wochen sprechen können. Allein hier in der Ecke stehen meine 3 neuen Surfbretter. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Also 3 neue Duotone-Boards, das neue Code-Shape-Statement-Boards. Alle 3 Bretter bin ich noch nie in meinem Leben gefahren. Ich bin super heiß darauf, die zu testen. Ich habe sogar einen neuen Kite. Gib mir mal eine Sekunde. Das ist der neue Dice, der jetzt gerade auf den Markt gekommen ist. Den habe ich mir in den Größen 7, 9 und 12 geholt. Den werden wir intensiv testen, weil ich einfach gucken möchte, ob Duotone eine Alternative zum Core Nexus bieten kann, weil das der Evo meiner Meinung nach nicht ist. Auch wenn er nah dran ist, aber nee, also erfüllt mich nicht so sehr wie der Core Nexus Kite und ich will einfach gucken, was da so geht. Das werden wir in nächster Zeit testen und für heute, ich habe natürlich keine Aufnahme vom Wasser irgendwie vorbereitet, weil ich ja nicht auf dem Wasser war, aber es gab ja ein Kite Buddy Worldwide Event auf Java und da hatten wir die tolle Situation, dass wir einen Kameramann dabei hatten, der für uns ein Video produziert hat. Und das Video möchte ich jetzt gerne mit euch teilen und vor allem auch allen Gästen von der Kite Buddy Worldwide Reise zur Verfügung stellen. Es war eine mega Zeit mit euch und es hat einfach super Spaß gemacht. Ich freue mich schon tatsächlich auf das nächste Mal. Vielleicht kommt in den nächsten Tagen das nächste Video. Mal gucken, was sich so ergibt. Ich freue mich, endlich mal ein Video hochladen zu können. Viel Spaß bei den Aufnahmen vom Wasser.